Eine unserer Kernkompetenzen ist dabei die Behandlung von Verletzungen und Erkrankungen im sehr komplexen Schultergelenk. Ich möchte Ihnen sehr gerne an diesem Modell eins der häufigsten Krankheitsbilder der Schulter erklären. Es kommen sehr häufig Patienten zu uns in die Sprechstunde, die berichten, dass sie Schmerzen beim Bewegen der Schulter haben. Sie hatten kein relevantes Unfallereignis. Sie berichten, dass sie nachts nicht mehr so gut auf die Schulter liegen können. Sie berichten, dass sie beim Anheben des Armes, beim Drehen des Armes, beim Hineinschlupfen in die Jacke, beim Ziehen des Sicherheitsgurtes im Auto einen Schmerz im Bereich der Schulter entwickeln. Diese Beschwerden werden sukzessive über Wochen und Monate eher schlimmer als besser. Es handelt sich dabei um das sogenannte Impingement-Syndrom, eins der häufigsten Krankheitsbilder, die wir in der Schulter haben. Hier am Modell kurz erklärt. Auf der einen Seite haben wir hier unser Schlüsselbein, das Schulterblatt, den Oberarmschaft und die Oberarmkugel. Aus dem Schulterblatt kommen 5 Muskeln heraus, die zusammen mit 5 Sehnen am Oberarmkopf festmachen. Der Überbegriff dieser 5 Sehnen ist bei uns in der Fachsprache die sogenannte Rotatorenmanschette. Die Rotatorenmanschette ist dafür verantwortlich, dass Sie den Arm seitlich anheben können, eine Innen- und eine Außenrotation durchführen können. Auf der anderen Seite bekommen wir von den äußeren Schultermuskeln aufgrund unseres Berufes, unserer Hobbys, unserer Körperhaltung eine muskuläre Verspannung, dass diese Muskelgruppen uns diesen Arm nach oben zieht, dass diese Rotatorenmanschette unter diesem Dach immer weniger Platz bekommt und irgendwann einmal beim Anheben des Armes die Sehne an der Decke oben anfängt anzustoßen und zu reiben. Es entzündet sich dann der Schleimbeutel, der zwischendrin eine Stoßdämpferfunktion hat. Es entzündet sich die sogenannte Bizepssehne, am Schluss die Rotatorenmanschette und die ganze Gelenkkapsel. Der Patient entwickelt zunehmend Beschwerden in der Schulter und die Schulter steift langsam ein. Begünstigend für den wenigen Platz unter dem Schulterdach sind auch bauliche Faktoren. Wir Menschen haben unterschiedliche Dachformen. Es gibt Menschen, die haben die Unterseite mehr als ein flaches Dach zum Oberarmkopf. Diese Menschen haben von Geburt an etwas mehr Platz für die Rotatorenmanschette, als wenn der Dachwinkel etwas geneigt ist. Auf der anderen Seite bekommen wir über Lebensjahrzehnte mit etwas Glück und Pech Anbauten auf der Unterseite aus Knochen und Kalk, die den Raum unter dem Schulterdach schmäler machen, sodass die Rotatorenmanschette früher an der Decke oben anstößt. Primär wird das Krankheitsbild mit Krankengymnastik behandelt. Man dehnt den Arm nach unten, damit der Platz unter dem Schulterdach größer wird. Auf der anderen Seite muss man ein bildgebendes Verfahren in Form eines sogenannten MRTs oder Kernspintomographie zur Anwendung bringen, um ein dreidimensionales Bild der Schulter zu bekommen. Nur somit kann man beurteilen, wie viel Millimeter Platz wir unter dem Schulterdach noch haben und in welchem Qualitätszustand sich die Rotatorenmanschette befindet. Sollte diese nämlich über einen längeren Zeitraum an der Decke oben reiben, können strukturelle Veränderungen, sogar Schädigungen der Rotatorenmanschette eintreten, die am Schluss sogar zum Abreißen der Rotatorenmanschette führen. Sollte dies passieren, haben wir eine deutliche Beeinträchtigung der Lebensqualität durch deutliche Reduzierung des Funktionsumfanges und sowie anhaltende Beschwerden im Bereich der rechten Schulter. Dieses Stadium des Abrisses der Rotatorenmanschette möchten wir dringlichst vermeiden. Es ist daher ausgesprochen wichtig, dass Sie sich bei beginnenden Schulterschmerzen früh genug bei uns melden, damit wir gemeinsam mit Ihnen ein weiteres Behandlungskonzept erstellen können. Wenn die nicht operativen Maßnahmen auf Dauer nicht zum Erfolg führen, kann es sein, dass man im Rahmen der arthroskopischen Gelenkchirurgie mit der Kamera in die Schulter hineinschauen muss, auf der anderen Seite mit geeigneten Instrumenten unter dem Schulterdach etwas wegschleifen, um die Dachform etwas zu begradigen und den Platz für die Rotatorenmanschette wiederherzustellen, bevor auf Dauer sie strukturelle Schäden erleidet. In den meisten Fällen kann man diese Krankheitsbilder nicht operativ behandeln. Sollte es aber zu einer Operation kommen, ist es immer ratsam, diese frühzeitig durchzuführen, bevor es zu gröberen Schäden an der Rotatorenmanschette kommt. Wir führen bei uns diesen Eingriff in der Abteilung zwischen 300 und 400 Mal pro Jahr durch und behandeln insgesamt über 5000 Patienten mit Schultererkrankungen jährlich.